Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Café Zero, The Sleeping Beast. So, desu. Ich verstehe. Wir können nur unter gewissen Umständen nur ein Mädchen, ein Hausmädchen einstellen. Ich verstehe. Vielleicht sollte ich nicht weiter nachfragen. Deva, oyasumi nasai mase. Gute Nacht, Sir. Hä? Ja. Oyasumi? Ich kann das nie aussprechen. Heißt wirklich gute Nacht. Ich kann es aber wirklich nicht aussprechen. Es war ein gewöhnlicher Tag, nachdem ich von einem langen Traum aufgewacht bin. Nein, er war nicht wirklich gewöhnlich. Der Tag war ähnlich dem aus meinem Traum. Dieser schwarze Hund existierte nicht in meinem Traum. Boah. Der schwarze Hund öffnet einfach die Tür und kommt herein. Warum bist du hier? Oh! 君はまだ怒ってることを理解していないようだな。 Du verstehst die aktuelle Situation nicht, oder? Er verwandelt sich sofort in diesen gruseligen Kellner. Nero. Schlaf. Er schubst mich aufs Bett. Ich bin wieder an einem seltsamen Ort. 君はなぜいつもそんなに冷静なんだ? Wie kannst du so ruhig sein? Er taucht im Nebel auf. Noir-sama. Herr Noir. Ich kann das nicht aussprechen. Noir, Noir. Herr Noir. Herr Noir? Nee, Noir. Ich sag Noir. Sama wa yamero. Mata yume da to omotteru'n daro? Hör auf, mich Herz zu nennen. Du hältst das immer noch für einen Traum, oder? Yume desu yo ne. Aber das ist doch ein Traum, oder nicht? Ma, tashika ni kore wa yume da. Nun, das hier ist in der Tat ein Traum. Draußen kann ich nicht lange in Menschengestalt bleiben. Der schwarze Hund war also... Na, ore da. Mottomo kuroi inu dewa naku, ookami da. Ja, ich war es. Aber es war kein schwarzer Hund, es war ein Wolf. Okami. Ookami-san wa shokuji wa iranai desu ka? Ein Wolf braucht nichts zu essen? Ich frage ihn das, worüber ich mich heute gewundert habe. Warum kümmerst du dich um solche Dinge? Ich muss nicht essen, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht essen kann. Ich hasse es nur, wie ein Hund zu essen. Du musst nicht essen? Bist du ein Geist? Vergiss mich. Akzeptierst du wirklich, dass du tot bist? Um ehrlich zu sein, ich habe angefangen, unsicher zu werden, was hier der Traum ist und was die Realität und was das Jenseits ist. Ich erinnere mich nicht an meinen Tod, aber irgendwie spüre ich, dass ich wirklich tot bin. Er scheint bestürzt zu sein und fährt sich durch die Haare. Ich erkläre es, du bist tot, aber du konntest nicht in den Himmel gehen und bist stattdessen in dieses Café gekommen. Was total erklärlich ist, Dann habe ich dich 7 Tage vor deinem Tod zurückgeschickt, verstehst du? Ich verstehe, meine Erinnerungen als Hausmädchen waren also kein Traum. Deswegen konnte ich mich gut erinnern, was heute passiert ist. Aber warum schickst du mich 7 Tage vor meinem Tod zurück? Menschen können ins Jenseits gehen, nachdem sie ihren Tod akzeptiert haben. Aber manchmal gibt es Leute wie dich, die nach ihrem Tod nicht wissen, was... sie tun sollen. Diese Leute kommen dann zum Café Zero. Es ist ärgerlich, aber da kann man nichts machen. Nutze diese Chance, dich auf dein Leben nach dem Tod vorzubereiten. Was meint er damit? Wie soll ich mich auf das Leben nach dem Tod vorbereiten? Was wird passieren, wenn ich scheitere, in den Himmel zu kommen?
どこに向かうかは君の好きにしたらいい。ただ、君の行き先がまたあのカフェだったら俺は許さない。Es liegt an dir, wohin du gehen willst, aber ich werde dich hassen, wenn du wieder in diesem Café landest. お厳しいのですね。カフェの中に引きずって行ったのはあなたではありませんか。Wie schroff du bist. Warst du nicht derjenige, der mich in dieses Café gezerrt hat? 君は俺を怒らせたいのか? Versuchst du mich zu ärgern? とんでもございません。Ganz und gar nicht. 本当にめんどくさい女だ。仕事じゃなかったら誰が力なんて貸すものか。Was für ein nerviges Mädchen. Ich würde dir meine Kräfte nicht leihen, wenn es nicht mein Job wäre. 力と言いますと? Was meinst du mit Kräften? Er schnipst mit dem Finger. Es ist, als wird etwas Verschwommenes klarer, wie als ich den Kaffee getrunken habe. Das ist... Oh? 何かヒントを得たのか? Du bekommst einen Hinweis. ヒントと言いますと? Einen Hinweis? 俺の力で、君は過去に起こったことを見ることができる。ただしそれに関連するヒントがあればの話だかな。Mit meinen Kräften kannst du sehen, was in der Vergangenheit passiert ist, aber um das zu tun, brauchst du einen Hinweis, der damit zu tun hat. 別に過去が見たいわけじゃ。Ich habe eigentlich kein Interesse daran, etwas über die Vergangenheit zu erfahren. 過去を見ず、前にも進まず、君はいつまで立ち止まっているつもりだ。Du willst die Vergangenheit nicht sehen, aber du willst auch nicht weitergehen. Wie lange wirst du so festsitzen? あなたには関係のないことです。Das geht dich nichts an. 関係ある。君がいつまでもあのカフェゼロに迷い込んでいたら、俺の仕事が終わらない。稼ぎにならない。Es geht mich etwas an. Ich kann meinen Job nicht machen, wenn du weiterhin ins Café Zero kommst. Ich werde nicht bezahlt. とりあえず、このヒントを手がかりにして、過去の出来事を見ればいいのですね。Wie auch immer. Ich muss also jetzt mit dem Hinweis in die Vergangenheit blicken, korrekt? Wenn ich ihn noch wütender mache, kann ich diesen Traum vielleicht nicht verlassen. Ah, 目を閉じろ。Ja, schließe deine Augen. Vergangenheit, warum Sophie in dieses Dorf gekommen ist. Tante Sophie, ne? Unsere Tante. Oh. Ja, du zuita! Ich bin endlich angekommen. Konnani atsui no ni, genki da na, ne-chan. Sie sehen so munter aus, obwohl es so heiß ist, gnädige Frau. Mochiron desu. Kono mura de, watashi wa atarashii jinsei wo ayumu koto ni narun desu kara. Masu wa genki ippai ni naranai to. Ja, natürlich. Ich will hier ein neues Leben beginnen und dafür muss ich zuerst voll Elan sein. Atarashii jinsei? Ne-chan wa kono mura no otoko to kekkon demo suru no kai? Ein neues Leben? Werden Sie hier jemanden heiraten? Ara, watashi ga yome ni kita josei no you ni miemasu? Sehe ich aus wie jemand, der hergekommen ist, um zu heiraten? 違うのかい? Irre ich mich? 私はソフィー・エヴァンスです。残念ですが、私は誰かと結婚するためではなく、この村の助産師になるために来ました。Mein Name ist Sophie Evans. Ich bin nicht hier, um jemanden zu heiraten. Tut mir leid, ich bin gekommen, um als Hebamme zu arbeiten. 助産師?姉ちゃんが? Hebamme? Sie? 意外ですか?これでも結構。腕が立つんですよ。 Ist das überraschend? Ich bin mir ziemlich sicher in dem, was ich tue, auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe. それは頼もしいね。ぜひ俺の奥さんの時もお願いしたいもんだ。 Wie selbstbewusst. Ich werde sie um Hilfe bitten, wenn meine Frau sie benötigt. まあ、これは忙しくなりそうです。 Oh, wie es scheint, werde ich viel zu tun haben. Deswegen ist sie also ins Dorf gekommen. Okay, um neues Leben zu beginnen und als Hebamme zu arbeiten.Tag 2. Ist das die Realität? Ich sehe die Strahlen der Morgensonne durch das Fenster. Ich sitze auf dem Bett und hole den Brief aus der Schublade. Diese Frau aus meinem Traum, sie muss Tante Sophie gewesen sein. Ich habe sie nie kennengelernt und doch konnte ich ihre Stimme ganz klar hören. Ohne meine Kraft.君は過去に起こったことを見ることができる。ただしそれに関連するヒントがあればの話だかな。Mit meinen Kräften kannst du sehen, was in der Vergangenheit passiert ist, aber dafür brauchst du einen Hinweis, der damit in Verbindung steht. 別に過去が見たいわけじゃ。
Ich habe eigentlich kein Interesse an der Vergangenheit. Du willst nichts davon wissen, aber du willst auch nicht weitergehen. Wie lange willst du so festsitzen? Ich verstehe nicht, was ist falsch daran festzusitzen. Ich lege den Brief zurück in die Schublade. Wie auch immer, ich muss jetzt das Frühstück vorbereiten. Danke für das Essen. Es war lecker, Saya. Noir, kite. Noir. Noir. Noire. Die sagen Nore. 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 Soll ich das auch sagen? Nore? Nore, komm her. Die beiden verschwinden mit dem Wolf. Nore. Ich frage mich, ob Herr Nathan mich wirklich hasst. Ohayou gozaimasu. Guten Morgen. Ohayou gozaimasu. Barclay-sama, kyou mo odekake desu ka? Herr Barclay, verlassen Sie heute wieder das Haus, Sir? Ie no hou o yoroshiku onegaishimasu. Ja, bitte, kümmere dich um das Haus. Kashikomarimashita. Verstanden? Herr Barclay bleibt selten zu Hause. Ist die Arbeit draußen so hart? Ich beschließe, den Tisch abzuwischen. Sie wischt immer nur den Tisch ab. Was soll ich heute tun? Das Haus aber machen, einkaufen gehen. Oh, wir gehen einkaufen, ja. Herr Barclay hat gesagt, dass er einkaufen gehen will, aber ich muss selbst mehr über dieses Dorf in Erfahrung bringen. Herr Nathan sollte in der Lage sein, sich selbst um das Haus zu kümmern. Oh, deswegen verlieren wir jetzt bestimmt unseren Job, weil wir den alleine lassen. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber es kommt mir vor, als beobachten die Leute mich. Sehe ich seltsam aus? Oh. Könnte es sein, dass dieses Hausmädchen-Outfit unangebracht wirkt? Oi, Kimi. Hey, du. Watashi no koto deshou ka? Reden Sie mit mir? Kimi wa Ashford-ke no atarashii meido ka? Mada wakai dakara. Hayaku betsu no tokoro ni saishushoku shina. Bist du das Hausmädchen der Ashford-Familie? Ein junges Mädchen wie du sollte sich schnell einen anderen Job suchen. Saishushoku desu ka? Motto hoka ni ii anken ga aru toyukoto deshou ka? Einen anderen Job? Gibt es etwa ein besseres Jobangebot für mich? Das habe ich nicht gemeint. Moment, du weißt es nicht? Es wird kompliziert. Nachfragen. Ich frage natürlich nach, nur. Wovon sprechen Sie? Ja, Harika. Wie ich es mir. Achso, sorry. Wie ich es mir dachte. Gibt es ein Problem, Sir? Das ist doch unser blonder Junge. Hier, wie heißt er? Ethan? Karl, gut dich zu sehen. Hilf mir, sie zu warnen. Sie scheint nicht aus diesem Dorf zu sein, also weiß sie es vielleicht noch nicht von der Ashford-Familie. Wakatta. Moku kara setsumei shite oku yo. Ist schon in Ordnung, Sir. Ich werde sie erklären. Ja, makaseta yo. Ich lasse dich übernehmen. Hi. Ja. Der Mann geht und lässt uns zwei allein. Sonna jitto minaide kureru? Toriaezu sono kakkou wa medatsu kara. Epron to kachusha wa hazushita ra? Du solltest besser deine Schürze und dein Haarband ablegen. Es fällt zu sehr auf. Kashikomarimashita. Verstanden. Gib mir das übliche, zwei Teller bitte. Alles klar. Und? Du hast wirklich nichts gehört? Erkennt ihr den nicht? Zuallererst, ich glaube nicht, dass wir uns kennen, Herr Karl. Wie verklemmt. Ich weiß.
Ja, es ist, wie du es dir gedacht hast. Ich bin es, Ethan. Ich habe gute Gründe, draußen einen falschen Namen zu verwenden. Und der lautet Karl? Da liegst du nicht ganz falsch, aber ich bitte dich, sag es bitte normal. Verstanden, Herr Karl. Psst, sag nicht Herr, nur Karl, okay? Hier ist das Übliche auf zwei Tellern, hm? Wer ist das hübsche Mädchen, Karl? Das Mädchen, mit dem ich gut auskommen möchte, Sir. Oh, darauf freue ich mich. Bis später. Du scheinst ihn gut zu kennen. Weil ich ein Stammgast hier bin. Was? Ist das so überraschend, dass du aufhörst zu reden? Naja, ich bin überrascht, wie viel natürlicher du dich verhältst, als wenn du ein Adeliger bist. Oh, willst du damit sagen, es steht mir besser, ein Bürgerlicher zu sein? Wie unverschämt von dir. Das habe ich zum Dorfbewohner Karl gesagt. Es sollte also kein Problem sein. Du bist echt interessant, Saya. Finde ich nicht. Wie auch immer, lass uns essen. Das Essen ist hier sehr gut. Bittest du mich ernsthaft, mit dir zu essen? Willst du das Angebot von Karl, dem Dorfbewohner, etwa ablehnen? Na schön. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gehört hat. Ihr habt das Kaugeräusch nachgemacht. Da. Wie ist es? Es ist gut. Wirklich? Wirklich? Kimi, chotto kanjō hyōgen ga heta nan janai? Bist du so schlecht darin, deine Gefühle auszudrücken? Watashi mo so omoimasu. Mir geht es genauso. Yappari kimi wa omoshiroi yo. Du bist echt witzig. Tanoshisou de nani yori desu. Ich bin froh, dich fröhlich zu sehen. Ma, toriaezu kininaru darou kara. Lass mich erklären, was passiert ist. Du hast dich wohl schon gewundert. Die Leute in diesem Dorf hassen die Ashford-Familie. Sie hegen noch immer einen Groll wegen dem Vorfall vor 15 Jahren. Der Vorfall vor 15 Jahren? So. Soして boku wa sono jiken wo shirabeyou to omotteru. Do? Kyoumi nai? Und ich habe vor, in diesem Fall zu ermitteln. Was ist? Hast du kein Interesse? Wir hören ihm zu. Ich höre zu, wenn du willst. Dann lass uns über die Vergangenheit reden. 15年前、正確には僕たちが生まれた日に屋敷内で行方不明者が出る事件があったんだ。僕たちの親を含め使用人たちも全員が被害者となった。 Vor 15 Jahren, um genau zu sein, an dem Tag, als wir geboren wurden, gab es einen großen Zwischenfall in der Villa. Unsere Eltern und alle Angestellten waren die Opfer. たまたま外に出ていたバークレーだけが平気だったんだけど、彼が家に戻ったら、二人の赤子と遺言書を見つけたそうだ。ここまではバークレーから聞いた。Barclay war zufällig nicht da. Er fand zwei Babys und ein Testament, als er nach Hause kam. Das ist alles, was ich von Barclay gehört habe. ただ村人の話だと、 Aber den Dorfbewohnern zufolge haben sie während des Vorfalls ein Biest heulen gehört. Danach hat man nichts mehr gehört und so begannen die Gerüchte über ein schlafendes Biest in der Ashford-Villa. そんな話なんだけど、バークレーから野獣のことは聞かなかった。何か隠してると思わない?
Aber Barclay hat mir nie etwas über ein Biest erzählt. Denkst du nicht, dass er etwas verbirgt? Wenn du die Wahrheit wissen willst, solltest du nicht besser Herrn Barclay direkt fragen? Kannst du ihm noch vertrauen, nach dem, was du jetzt weißt? Herr Ethan, wollen Sie damit sagen, dass Sie Herrn Barclay verdächtigen? Tut mir leid, Karl. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen zu ver... Ich weiß nicht, wann Ende ist. Tut mir leid, Karl. Früher hätte ich ihm ohne Zweifel geglaubt, aber wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, ist er nicht der Verdächtigste. Was willst du tun, wenn du die Wahrheit herausfindest? Darüber denke ich nach, wenn die Zeit gekommen ist. Ich will es einfach wissen. Auch wenn die Wahrheit schmerzhaft sein kann? Ja, ich will es wissen, koste es, was es wolle. Und was willst du von mir? Du scheinst etwas von mir zu wollen, deswegen hast du mir doch alles, all das erzählt. Gut geraten. Sollen wir Informationen austauschen? Wie bist du zu einem Hausmädchen geworden? Er hat mir gesagt, was er weiß, obwohl ich ihn nicht darum gebeten habe. Und jetzt will er Informationen tauschen? Wie gerissen, Herr Ethan. Naja, es ist nicht so wichtig, also macht es mir nichts aus. Herr Barclay hat mich freundlich angesprochen. Jemanden, der gerade erst im Dorf angekommen ist. Ich habe ihm erzählt, dass ich keinen Ort habe, wo ich hingehen kann, und er hat mir angeboten, als Hausmädchen zu arbeiten. Warum bist du hierher gekommen, wenn du keinen Ort hast, wo du hingehen kannst? Meine Mutter hat mir mit ihren letzten Worten gesagt, ich soll zum Haus meiner Tante gehen, aber sie wird vermisst. Hund dreht sich schon wieder um? Du hast vorher nicht versucht, sie zu finden, aber jetzt willst du zu ihrem Haus? Willst du etwa auch verschwinden? Ich kann nirgendwo anders hin, also wenn das passiert, dann sei es so. Es klingt, als würdest du überhaupt nicht auf dich achten. Da stimme ich zu. Du bist witzig. Ich habe eine gute Idee, warum wirst du nicht meine Partnerin? Partnerin? Das wird langsam heikel. Okay, meine Lieben, aber ich muss Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. We're not at the range, oh no.